Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Bei uns läuft es eigentlich einigermaßen gut. Also wir haben hier hinten ja die Autobahnanbindung wieder gebaut, damit die Fahrer hier durch können, um dann in unsere Stadt zu kommen. Klappt eigentlich ganz gut, wird besser angenommen, als ich dachte. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie der... Oh, Moment. Okay. Wie der Rest hier so angenommen wird. Wir haben hier noch unsere kleinen Häuser hingebaut. Da passiert eigentlich wohl alles so nach und nach. Die Bedarfe sind relativ gut gedeckt. Wir gucken und kümmern uns jetzt mal um die schwierigeren Sachen. Fängt da an und hört irgendwo auf. Mülldeponie, Auslastung 95%. Wir haben wirklich gutes Einkommen. Wir haben extrem viel Kohle. Ich glaube, ich werde mal eben hier Recycling aktivieren. Ne? Dann machen die nicht mehr ganz so viel Schmutz. Ist Recycling jetzt nur... Ja. Okay, es gilt wirklich nur für Gebiete. Dann machen wir das mal eben. Ich ziehe hier einfach mal so ein paar kleine Bereiche. So, das muss ja sowieso irgendwann alles gemacht werden. Updidupdidu. Und da habe ich mich vorher immer noch so ein bisschen gegen gewehrt. Siehst du, und hier ist jetzt halt alles so normal drin. Wie es sein soll. Ich gucke... Ups, nee, das wollte ich nicht. So, warum fällen sie so viele Bäume? Bla, bla, bla. Danke für diese hilfreiche Information. Richtlinien. Hier möchte ich gerne... Parks und Erholung, okay. Das finde ich gut. Strom sparen, was haben wir denn hier noch für eine Hightech-Häuser? Ach guck, habe ich letztes Mal angestellt, bringt ja gar nichts. Es bringt ja gar nichts, weil jetzt sind ja erst die Gebiete. Und gratis Nahverkehr hatte ich auch angestellt, aber das gilt ja nur für die Gebiete. Ha! Ja gut, dass ihr mich da jetzt nochmal dran erinnert habt, sonst würde ich da ja so stehen wie... Leute, das ist eine heiße Stadt, das sage ich euch. Sieht geil aus, oder? So ein Pausemodus. So ein bisschen Slow-Mo, wenn hier jetzt noch so einer aus dem, weißt du, so wie bei Transformers, jetzt hier so ein raus. Okay, ich gucke eindeutig zu viel Filme. Wir machen jetzt erst hiermit weiter und danach machen wir Play. Guck mal, ich glaube, so passt das. Ich habe ein bisschen Tattrigen, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ich hier auch die Industrie so haben will. Ich mache das mal so. Machen wir jetzt hier nochmal. Irgendwie so grob. Mach mal ein bisschen größer die Bereiche, sonst werden wir nie fertig. Ich habe die ja von Anfang an nicht gemacht. Und da habe ich keine Lust, mich jetzt irgendwie eine Stunde mit aufzuhalten. So, auch wenn das total schön ist und sau viel Spaß macht, trotzdem bisschen getrennt. Ich merke es schon wieder, ich fange wieder an pingelig zu werden bei den Grenzen. Ah, es ist immer hervorragend. Also, wenn bei mir dann immer irgendwie was schnell gehen muss, da siehst du jetzt ja gerade, wie es dann funktioniert, ne? Dann ist das immer so, ja, ne? Morgen ist auch noch ein Tag. Sag ich mal ganz doof. Das machen wir jetzt hier wieder zurück. So ein bisschen auf jeden Fall. Müssen wir so eine Krematorien mit reinnehmen? Macht das einfach mal, ne? Hier, guck mal hier. Wir können die natürlich wirklich alle ziemlich gut aufteilen. Können wir aber später auch noch bearbeiten, ne? Ich möchte jetzt erstmal nur, dass die alle wirklich auch die Möglichkeit haben, die Sachen zu nutzen, die ich eingestellt habe. Das ist ja schon peinlich, ne? Oh, da ist gar keine Feuerwehr, ne? Hier oben. Muss ich mal gucken. Da brennt's, ja? Das wollen wir ja nicht. So, das nächste machen wir jetzt hier. Och, wie schön. Blup. Alles eingekritzelt. Machen wir hier nochmal ein. Mit dem anderen drücke ich das hier oben ja wieder weg. Siehst du? Das ist dann, ne, Verdrängung. Hervorragend. Als ob der Junge das schon mal gemacht hat. Ich kann euch beruhigen, ich habe keine Kunsthochschule besucht. Das ist einfach Talent. Ja.
Hören wir damit mal auf. Hier nochmal schön. Ah. So. Doch. Das gefällt mir. Hier docken wir mal an. Müssen wir die Gebiete... Guck mal, machen wir hier mal so ein richtiges Bonzengebiet in der Mitte. Und hier machen wir auch mal die Gebiete. Die kann ich natürlich auch einteilen. Ich will gar nicht, dass die alle Forstwirtschaft haben. Deswegen sind wir im Pausemodus. Das ändere ich gleich. Also hier ist zwar Forstwirtschaft, ne? Aber ich will das nicht überall haben. Deswegen machen wir... Hallo? So. Deswegen ändern wir das mal. Hier Richtlinien. Du gehst mal... Ne, Parks. Ich habe gar keine Forstwirtschaft, ne? Parks und Erholung. Besteuerung. Hightech. Doch, hier ist Forstwirtschaft. Das hier ist definitiv Forstwirtschaft. Siehst du, weil hier vor ist nochmal ein Baum abgebildet. Da. Den sieht man echt schlecht, deswegen war ich gerade so ein bisschen stutzig. Aber hier nicht. Und hier auch nicht. Die, kann ich die einzeln festlegen? Ja, kann ich. Gut. Agrar macht hier keinen Sinn. Ne, wir können ja mal hier auf die Erze gucken. Holz macht hier halt am meisten Sinn. Ich meine, wir haben hier einen Bereich, der sich um Forstwirtschaft kümmert und wir tweeten hier oben, die roden ab. Arschlöcher, alles Kacke. Aber hier wäre halt schon geil, ne? Egal, wir lassen die mal so da drin stehen. Guck mal, den Rest lassen wir auch so. Jetzt möchte ich mal sehen, ob die das Feuer gelöscht kriegen oder nicht. Machen wir mal Play hier. Da, guck, da kam er schon... Ich wollte sagen, spritzend angelaufen. Kümmert euch mal drum, ey. Was geht denn bei euch? Und ich muss wahrscheinlich die ganzen Häuser wieder abreißen, ne? Aber das breitet sich aus. Oh, Junge, habt ihr ein Glück, ey. Cool. Sieht gut aus, ne? Gibt's die jetzt auch in hübsch? Kann man die reparieren oder reparieren die sich automatisch nach der Zeit? Dauert wahrscheinlich ein bisschen, ne? Bis dieser Effekt dann verschwindet. Weil das ist ja hässlich. Also das will ich ja nicht. Das ist ja wirklich einfach nur... Bäh. Gut, wir kümmern uns jetzt wieder um andere Sachen. Wir haben hier alles eingeteilt. Eigentlich müssen die jetzt ja voll steil gehen, ne? Weil hier mit Recycling und Strom sparen. Deswegen haben wir auch nie Strom gespart, ne? Oder? Gilt das dann übergreifend, wenn ich keine Gebiete... mache. Ich denke schon, ne? Denke ich doch. Doch, bestimmt. Das, hier hat sich ja nichts dran geändert. Aber gucken wir jetzt nochmal wegen Bildung. Hier brauche ich gar keine Schule. Hier aber. Huha. Das machen wir doch mal eben, ne? Das ist doch kacke. Also gut gebaut und geplant habe ich das hier nicht, ne? Einbahnstraße. Wieso ist das denn jetzt, wenn ich den hier hinsetze, geht nur bis da? Ich glaube, das ist gar nicht so cool mit Einbahnstraßen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mit den Querstraßen finde ich okay. Und was ich halt an Einbahnstraßen... Ne, hier sind auch überall... Ich ändere die Straßen mal. Das stört mich. Da müsste ich ja überall hier Schulen drumherum platzieren. Das finde ich irgendwie doof. Das finde ich gerade wirklich doof. Ich hatte das anders in Erinnerung. So. Siehst du, die freut das auch. Und ich kann jetzt nämlich sagen, Schule hier, siehst du, und alle sind drin. Oh Mann, dass das so schwer sein muss. Machen wir hier nochmal. Oh, nee, dann reißen wir den Strom ab. Eine Uni? Nee, das ist okay. Feuerwehr brauchen wir auch noch. Reicht aber eine kleine. Setzen wir uns hier hin. Arztpraxis haben wir schon da.
Krematorium haben wir auch schon da. Müll haben wir hier. Also so eine Verbrennungsanlage. Busse. Da könnte ich mal eine neue Route hier langsam setzen, damit die Leute sich auch einfach freuen, ne? Hier. Wie ist denn hier mit Schule? Oh. Nicht gut. Nee, gar nicht gut. Wenigstens so ein bisschen, ne? Feuerwehr müssen wir hier definitiv auch noch haben. Packen wir mal hier eine große dran, ne? Polizei geht. Polizei ist gerade noch okay. Bildung packen wir uns. So, da muss auch Bildung, das muss. Also, das kann nicht sein, dass die, ne? In solchen Bonzo-Wohnungen da hausen und, ne? Ihr wisst, was ich meine. Guck mal, da machen wir hier so. So, einmal hier. Oh, kein Wasser. Das geht ja nicht. Die üblichen Probleme, ne? Aber ich bin echt happy. Also ich freue mich echt, dass wir das Gröbste so ein bisschen in den Griff gekriegt haben. Ich bin am Überlegen, hier noch eine U-Bahn hinzubauen, weil ich meine, ich habe hier schon die geilen Übergänge. Dass ich sage, hier die U-Bahn. Weißt du, hier die U-Bahn-Station. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Ich mache hier nochmal eben so ein bisschen Busverkehr. Ich weiß auch gar nicht, muss ich? Frage an euch. So. Muss ich hier so ein neues Bushäuschen hinbauen? Macht das Sinn? Ich glaube wohl, ne? Dann müssen die Busse nicht immer nur von hier hinten fahren, sondern dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit. Und daneben machen wir hier direkt, zack, U-Bahn dran. So, und das verbinden wir jetzt mit... Uiuiuiui, vielleicht setze ich hier hinten nochmal eine U-Bahn. Ich setze hier nochmal eine U-Bahn. Ja, hier setze ich nochmal eine. Und dann haben wir nämlich hier... So müsste das doch gehen, ne? Und jetzt kann ich doch sagen, hier von da... Geht's dahin? Geht's wieder dahin. So, siehst du? Jetzt sind die alle happy. Wir haben hier hinten eine kleine U-Bahn. Wir können die natürlich auch noch da oben mit verbinden. Von hier. Und von hier machen wir nochmal da eine hin. Und dann sagen wir hier, Haltestelle zum Verlegen ziehen, will ich gar nicht. Neue Linie hinzufügen, danke. So. So. Und so. Richtig gut, oder? Also ich finde das okay, hier hinten ist doof, aber schwierig, ne? Ich möchte es halt auch nicht übertreiben. Wir machen mal wieder Play. Hallo, Wasser müsstest du doch haben. Was ist dein Problem? Ah, geht. Okay. Say cheese. It's cheese. We get big bite burgers and fries. Siehst du, da fahren jetzt auch die Busse raus. Finde ich sehr gut. Und wir gucken nochmal eben wegen weiteren... Bus hier, da, Bus. Bus. Müssen wir hier halt auch machen, ne? Das haben wir noch gar nicht. Das ist mal so richtig doof, wie ich das plane. Hallo? I'm Penem Eskelin. Unbiased information is essential to proper development. Still, people find it hard to understand that skewed information corrupts their conclusions. Ich mach mal eine drumherum. Social importance, like in the Mars Project, information has to be. Und jetzt müsste ich ja quasi immer so und dann in, nee, oder? Mach ich das immer so in Lupen? Nicht Lupen, sondern als Looping quasi, dass ich sage, hier oben, hier, hier. Oder ich müsste sagen, die hier, die Einbahnstraße fährt in diese Richtung. Na, dann könnte ich sagen, so im Zickzack hier durch. Das wäre vielleicht noch ganz gut, oder? Drehe ich die Einbahnstraße? Nee, ich lasse das so.
Gerade was so die Busse betrifft, nee, das lasse ich so. Wir könnten aber sagen, wir machen... Was haben die denn hier für ein Problem? Was ist denn deren blaues Zeichen hier? Nicht genügend Verkaufswaren. Das heißt, wir brauchen noch mehr Industrie? Dann soll die das doch importieren. Hier über dem Bahnhof. Wo ist denn das Problem? Die U-Bahn-Station hat kein Wasser. Die aber, okay. Das ist alles tutti. Ich könnte hier noch eine U-Bahn hinpacken, ne? Hier eine U-Bahn. Ah, ist natürlich scheiß Fußgängerverkehr, ne? Nee, ich will es nicht übertreiben. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Der Verkehr lief. Siehst du? Der läuft, ne? Hier ist noch ein bisschen Kacke. Von der Fahrtrichtung her. Das könnte ich vielleicht aushebeln, wenn ich sage, hier oben dürft ihr auch wieder zurück. Und hier auch. Weißt du, dass ich sage, das normale Straße, das eine normale Straße, wie es am Anfang war? Weil so fahren die halt alle von hier, hier durch und müssen dann hier oben rum, wenn die irgendwo da hinten hin wollen. Aber nachher staut sich das da wieder so fies, ne? Ne, ich glaube, das mache ich. Ich probiere es mal aus. Mehr als danach wieder rückgängig machen kann ich ja nicht. So, siehst du, jetzt dürfen die halt fahren, wie sie wollen. Einige drehen schon um. Ich guck mal ganz kurz wegen der Busverbindung. Und das Erste, was wir jetzt noch machen müssen, ist, glaube ich, die Richtlinien der Straße wieder. Ne? Kreuzung. Ne, hat er übernommen. Okay. Routen sind mir jetzt gerade egal. Straße anpassen. Wie kriege ich die denn direkt jetzt auf eine Vorfahrtstraße? Gar nicht, ne? Das muss ich wieder so machen. Zack, Vorfahrtstraße. Gucken wir nochmal den Verkehrsfluss an. 78 ist ein bisschen besser geworden. So, hier habe ich, glaube ich, doof eingestellt. Nee, das wollte ich gar nicht. So, hier genau. Vorfahrtstraße. Jeder Kreisverkehr muss als Vorfahrtstraße gekennzeichnet werden. Stört ein bisschen. Hier nehmen wir mal das Stoppschild raus, weil von hier auch viel Verkehr rauskommt. Und das muss ich immer einzeln anklicken, ne? Da kann ich nicht sagen... So mal für alle. Bei der hier müsste ich das schon eingestellt haben, oder übernimmt der das nicht? Jetzt wird's interessant, oh, jetzt wird's... Vielleicht habe ich es auch nicht eingestellt, ich weiß es nicht. Oder muss ich das jedes Mal anklicken? Also ich weiß, dass ich das bei Kreisverkehren drin hatte. Oder liegt das jetzt an den Gebieten? Ich weiß es nicht. 74 wird ein bisschen schlechter. Oh, es wird wieder schlechter. 74? Nein. Ah, guck mal hier, sowas zählt ja auch mit, ne? Ich weiß, das findet ihr total geil und deswegen werde ich das jetzt tun. Wir bauen jetzt diese Straße um. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Ich möchte die halt gerne ein bisschen aufwerten. Der sagt mir hier bei jeder Art Beleg, ne? Ja, schade. Ich müsste quasi... mit der Straße ein bisschen weiter raus... Ne? So, jetzt können wir die ziehen, wie wir wollen. Jetzt klippt die halt nicht mehr an, ne? So wird's gehen, aber so wäre halt gegen die Fahrtrichtung. Ah! Guck. Besser, oder? Guck mal hier, Geisterfahrzeuge, so ein bisschen bei Harry Potter geguckt.
Jetzt haben die halt auch kein Nadelöhr mehr, ne? Ja, merkt man gleich. Hier ist. Sowas zählt halt alles mit, ne? Genauso wie diese bescheidene Stelle, möchte ich mal sagen. Aber das kann halt auch wieder so eine Ausfahrt sein, ne? Hier, die. Da können die halt nicht so richtig Gas geben. Ort ist belegt. Das ist mir egal. Ich reiß das mal eben ab. Und zieh die jetzt. Jetzt ist das hier nicht mehr verstopft. Die können Gas geben und sich hier aufteilen. An diesem Nadelöhr, ne? Siehst du? Die werden da quasi mit Hochdruck durchgepusht. Ich glaube, das reicht, oder? Sonst werte ich das hier auch nochmal eben auf. Ich meine, ich bin da ja gerade total im Flow. Bup. Hier, so, du warst da. Ui, da Robski die drüber. So, jetzt hier an der Kreuzung können die Gas geben und dann teilen die sich hier wieder auf. Hier können wir leider jetzt gerade nichts machen, da müssen wir nochmal schauen. Ich mach mal wieder alle an. Dieser Alle-Button, ne? Den habe ich letztes Mal auch nicht gefunden. Siehst du, jetzt fährt es hier schon mal ein bisschen besser. Können wir nochmal gucken? Ist nicht mehr so viel rot, ne? Also auf jeden Fall staut es sich hier nicht. Dafür hier halt wieder. Genau das wollte ich nicht haben. Ich mache das wieder zu Einbahnstraßen. Weißt du, was ich mache? So, Leute, ihr könnt hier richtig Gas geben. Auf dieser Stelle auf jeden Fall. Und hier unten... Jetzt ist es so. Für mich völlig okay. Der Verkehrsfluss, ja klar, der geht jetzt erst im Keller. Der geht erst in den Keller, weil das einfach noch nicht so schön ist. Ich finde ja diese Ansicht echt gar nicht so toll, ne? Hier müssen wir nochmal, zack, Gebäude entfernen. Dann freuen sich die Nachbarn. So ein leerstehendes Gebäude, was so langsam abwrackt. Wieso die halt alle zu wenig Waren haben, verstehe ich nicht. Was kann ich denn? Kann ich das hier nachgucken? Beschmutzung. Stufen? Die Stufen. Ach so. Ah, okay. Bevölkerung ist mir gerade egal. Stadtviertel. Lärm ist mir auch relativ egal, ne? Wie Gesundheit? Wie geht's denen denn? Boah. Also, wenn es denen nicht geht, ne? Kann ich da vielleicht irgendwas finden, wenn ich mal unseren Bahnhof anklicke? Nee, ne? Hier vielleicht auf die Bilanz oder so, Kontostand. Wie geht das nochmal? Hier, ne? Entschuldigung fürs Räuspern. Ausgaben. Industrie, da wollen wir mal gucken, ne? Stufe 1 Industrie, Stufe 2 Industrie, das ist mir gerade egal. Landwirtschaft, Wald, ja klar, gut. Erz, Öl ist nix, weil das ist, ja, da sind wir halt noch nicht, ne? Wir haben, wenn wir uns das hier angucken, das möchte ich halt gerne, ja, ich krieg das da nicht weg. Also das stört mich ungemein. Wir müssen halt quasi hier hinten raus noch Industrie bauen, was prinzipiell kein Problem ist, weil wir hier doch relativ gute Anbindungen haben. Und dann könnten wir uns hier nämlich auch noch Erze holen. Das fände ich vielleicht noch ganz cool. Da müssen wir nur garantieren, dass diese Straßen gut genug laufen, ne? Guck mal, hier hinten auch. Fruchtbares Land. Das ist dann Bauern, ne? Also, hier, Landwirtschaft, Agrarindustrie. Wäre natürlich hier hinten auch schön gewesen, aber ich möchte gerne wirklich die Industrie von der Stadt getrennt haben.
Aber was sagt jetzt der Verkehr? 73% ist völlig okay. Sonnige Ebenen und fruchtbarer Boden sind ideal für Landwirtschaft und Weidetiere. Erfordert viel mehr Wasser, erhöht Steuereinnahmen etwas, erforderlicher Naturschutz. Fruchtbares Land, erneuerbar. Ja, das haben wir hier. Oder soll ich hier doch ein bisschen Industrie reinziehen? Ah, ich weiß es noch nicht. Fragen über Fragen. Nochmal was abgerissen. Doch, das ist gut. So lassen wir das erste Mal. Also wir müssen jetzt langsam wieder Häuser bauen hier. Da ist ja alles... Ah, die wollen halt keine Einzeldinger, ne? Die wollen halt die dicken Klopper haben. Die wollen halt alle ins dicht besiedelte Gebiet. Das könnten wir aber gewährleisten, ne? Hier ein bisschen Straße wegnehmen. Und dann nochmal einen Kreisverkehr dazwischen und dann hier hinten so ein bisschen raus noch. Oder wir nehmen hier die Straße raus, setzen hier einen Kreisverkehr, verbinden die beide und dann nochmal hier irgendwie so, ne? Ich möchte es halt sehr weit gefächert bauen. Das ist mir am Anfang nicht gut gelungen. Wieso die hier alle zu wenig haben, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Nicht genügend Verkaufswaren. Was sagen denn hier die Straßen? Einbahnstraße, ja. Aber eigentlich kein Problem, ne? Die können von hier relativ zügig da oben hinkommen, ne? Eigentlich schon. Also der Weg ist dafür da. Falls sie da was holen müssten. Und es regnet schon wieder. Ich wollte gerne auf die Brücke. Huch. Ja, finde ich ganz cool. Da hinten ist noch ein Haus. Ups, jetzt habe ich aus Versehen Leertaste gedrückt. Das können wir noch abreißen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier zum nächsten Mal vielleicht ein bisschen noch andere Industrie hin. Es wird ja sowieso langsam nachgefragt. Ich weiß, ich könnte noch Bürogebäude bauen. Die sehen halt echt wohl ganz cool aus. Finde ich auch, dass die schön leuchten. Aber... wir werden uns vielleicht ein bisschen mit der Industrie auseinandersetzen. Da müssen wir halt nur gucken, wie ein... wobei hier mit Kreisverkehr und dann hier so eine schöne Brücke rüber. Wird vielleicht alles funktionieren. Müssen wir dann mal schauen. Wir sind am Ende einer Folge City Skylines angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste Grüße.